Hallo, Gambio SEO und Page Speed Analyse motormice.de, ein Gambio Live Shop, den wir uns zusammen anschauen. Wir schauen, was ist in Sachen SEO gut, was verbesserungswürdig und wie sieht's mit Page Speed aus. Vielen lieben Dank erstmal, dass ich den Shop auseinandernehmen darf und ich bin ganz froh, dass es nicht so wahnsinnig viel auseinanderzunehmen gibt. Zumindest optisch auf den ersten Blick sieht das hervorragend aus. Ich will ganz ehrlich sein, solche Sachen liegen bei mir immer wochenlang auf dem Schreibtisch. Und ich habe erstmal schauen müssen, ist denn das überhaupt ein Gambio Shop? Weil das sieht richtig gut aus. Auf der Startseite. Wir beginnen mit die Nummer 1. Okay, warum bescheiden sein? Das ist okay. Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der direkte Benefit für den Kunden, aber wer kauft nicht gern bei der Nummer 1? Telefonnummer, ganz klar, verlinkt, richtig verlinkt, sodass man direkt anrufen kann. Dann, wo normalerweise auf die Versandkostenfreigrenze hingewiesen wird, auch fair. Ganz pauschal sagen, 94 weltweit, okay. Gut, ich habe jetzt hier Englisch, weil mein Browser, wenn mein Browser Englisch eingestellt ist, werde ich ins EN-Verzeichnis geleitet. Das ist vollkommen okay so. Logo ohne viel Schnickschnack, Suchfeld, Merkzettel, Warenkorb, wie gehabt. Und ins Auge fallen dann die Icons für die Kategorieleiste. Finde ich sehr gelungen, optisch sehr ansprechend, sehr viel ansprechender als diese reine Textleiste, die man hier normalerweise gewohnt ist. Wie im Gambio Demo Shop oder auch in der Analyse bei H2O Pflanze. Ich bin da großer Freund von, dass der Slider nicht über die gesamte Breite geht, sondern man hat hier in der Desktop-Ansicht noch Platz für zwei weitere Elemente. Wie immer gehöre ich nicht zur Zielgruppe und habe auch sonst keine Ahnung von der Materie. Hier sollte auf jeden Fall der Bestseller, das beliebteste Produkt, das am meisten gesuchte Produkt präsentiert werden. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, was das genau ist, aber wenn hier eine Kategorie die beliebtesten und am meisten gesuchten Produkte beinhaltet und es nicht den einen Topseller gibt, warum nicht auf die Kategorie verweisen? Das ist so vollkommen in Ordnung. Drunter geht es weiter mit einer Auswahl von Artikeln, wo ich mich dann ein bisschen frage, was sind das jetzt genau für Artikel? Also warum werden mir genau diese Artikel hier präsentiert? Da würde sich meiner Meinung nach eine Überschrift zur Orientierung ganz gut machen. Unsere Bestseller für Sie, beliebteste Produkte, was im Hintergrund natürlich die umsatzstärksten oder margenstärksten, am besten beides Produkte sind. Aber tatsächlich sollte hier der Benefit für den Kunden rübergebracht werden. Warum werden mir jetzt diese Artikel hier empfohlen? Weiter geht's mit optisch, finde ich, sehr ansprechenden Kacheln. Hier wird gespielt mit Hintergrund schwarz auf weiß, weiß auf schwarz, dunkelgrau, dunkelblau möglicherweise und weiteren empfohlenen Artikeln, wo mir wieder der Bezug fehlt, warum werden mir diese Artikel hier empfohlen? Ein sehr ansprechendes Bild, wo ich erwarten würde, dass man irgendwas anklicken kann. Ich weiß, es ist nicht ganz trivial zu machen, am besten mit JavaScript, gewisse Areas hier abfangen und verlinken. In textueller Form Gründe, warum wir hier kaufen sollen, würde ich sagen, geht so. Also hier mit Bullet Points oder Checkmarks eine Auflistung der Top-Gründe hier zu kaufen, wäre, denke ich, optisch etwas ansprechender. Desktop dann hier so breit, zwei Checklisten nebeneinander. Der Text sieht jetzt hier nicht ganz so optimal gestaltet aus. Hier haben wir eine Überschrift. Es sind jetzt die Top-Accessoires. Okay. Sind die solche Verkaufsschlager, sind die so oft gesucht, dass sie auf der Startseite angebracht werden müssen? Dazu noch ziemlich weit unten. Würde ich jetzt mal in Zweifel ziehen, dass da viele Leute so weit nach unten scrollen und dann Top-Zubehörartikel hier erwarten würden. Darunter haben wir jetzt das, was ich eben meinte, etwas ausführlicher. Also man könnte es als Liste durch Überschriften und ausführlichere Beschreibungen dann in Textblöcken so auffassen. Und überhaupt muss ich mal sagen, dass da ziemlich viel Mühe drin steckt, dass hier alles auf Englisch vorhanden ist. Also normalerweise, es kommt häufiger vor, dass ich von der deutschen Seite mal auf die englische switche oder so und dann stehen da die Platzhaltertexte, von wegen fügen Sie hier Ihren Text ein in deutscher Sprache oder überhaupt sind dann Bilder, auf denen deutsche Texte zu sehen sind. Also das ist hier ziemlich mit ziemlich viel Aufwand und Liebe zum Detail gestaltet, auch im englischen Bereich. Ich werde dann trotzdem umschalten auf die deutsche Sprache, wenn wir hier mit der Startseite durch sind. Also hier einfach, schnell und günstig. Das sind genau die Dinge, die ich als Kunde haben möchte. Die Qualität der Produkte und dann auch nochmal Benefits als eigene Überschrift. Okay, müsste man jetzt nicht so nennen, sondern ich erwarte eigentlich nur Benefits hier für mich. Eher als optische Trennlinie dann nochmal der Verweis auf den pauschalen Versand. Da fehlt, denke ich, ein Leerzeichen. Und ganz wichtig und richtig,
schon auf der Startseite ganz unten, das muss eigentlich der Abschluss der Startseite oberhalb des Footers sein, dann Bewertungen, Kundenmeinungen, Testimonials, das sagen unsere Kunden, also goldrichtig. 3 sind jetzt natürlich ein bisschen wenig, aber warum nicht? Also es sind dann zumindest echte, gehe ich von aus, und ist genau das, was auf der Startseite hier platziert sein sollte. Warum nur 4 Sterne und nicht 5? Wäre die nächste Frage. Okay, 4 ist das Maximum, weil hier gibt es nur 3 von 4. Etwas ungewöhnlich. Footer mit Payment-Icons und dem üblichen Schamott, hätte ich beinahe gesagt, also den Links zu Impressum und so weiter. So, und hier meckere ich jetzt nochmal, ich finde die Schriftart, die Anordnung sehr gelungen. Schriftart hat einen eigenen Stil, ja, ist aber nicht so wahnsinnig gut lesbar, und dieses nicht wahnsinnig gut lesbar verstärkt sich noch durch den sehr niedrigen Kontrast meiner Meinung nach. Meinung schön und gut, hat jeder eine. Dann gibt es aber auch Tools, die das so ein bisschen bestätigen. Tool Nummer 1 verlinke ich unten in der Videobeschreibung, kann jeder selber mal drauf schauen. Accessibility ist in Gamio ja eh so eine schwierige Sache, und dann müsste halt zumindest der Kontrast einigermaßen okay sein. Hier haben wir nur 4 Kontrastfehler in diesem Tool. Und da geht es interessanterweise um die Überschriften Payment Shipping Social Media. Payment, Shipping, Social Media, das sind die, die finde ich wiederum sehr gut lesbar. Die Links hier unten finde ich sehr schwer lesbar, und auch oben war es mir aufgefallen. Also die Nummer 1, Known from Racing, schwierig lesbar. Okay, sollte dezent sein im Header, weil Trust-Faktor auf jeder Seite, sollte nicht vom eigentlichen Inhalt ablenken, aber das ist schon arg schwer lesbar. Lieber kleiner und mehr Kontrast, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich bin kein Layouter, ich sage hier nur meine Meinung. Und die Meinung von Tool Nummer 2, nämlich Lighthouse. Das wird uns auch Gelegenheit geben, uns die Performance anzuschauen. Und während hier die Analyse läuft, kann ich noch sagen, was mir fehlt auf der Startseite oder allgemein im Kopfbereich, ist die Über-uns-Seite. Zweitwichtigste Seite des Online-Shops nach der Startseite sehe ich hier überhaupt nicht. Möglicherweise im Footer ganz versteckt, aber sollte prominent sichtbar sein. Man will wissen, bei wem kauft man. Gut, Accessibility 48 von 100 möglichen Punkten bei der Lighthouse-Analyse. Buttons, da geht es drum, hier um das Lupe-Symbol. Als sehender Mensch kann man das Lupe-Symbol erkennen und weiß, wenn man da draufklickt, wird die Suchanfrage abgeschickt. Wenn man jetzt aber auf einen Screenreader angewiesen ist, dann sieht man hier gar nichts. Und der Screenreader kann nicht diese Pfadangaben vorlesen, und man kann dann erkennen, dass da eine Lupe auf dem Bild zu sehen ist. Deshalb bräuchten wir zum Beispiel hier beim Button einen Title oder ein Area-Attribut, was uns sagt, Suche abschicken beispielsweise. Das also hier zum Button. Alt-Attribute, klar, hatte ich schon ein Video zu gemacht, einfach mal reinschauen. Da mal schauen, das ist das schöne Bild auf der Startseite, in der Mitte der Startseite, hat leider kein Alt-Attribut, das heißt, man weiß nicht, was darauf zu sehen ist, wenn das Bild nicht angezeigt wird. Muss man schauen, das ist bestimmt via Style-Edit eingefügt, wo man das ergänzen kann. Iframe kommt hier von der Chatbox. Chatbox übrigens wunderbare Sache. Besser Fragen via Chat beantworten, als dass frustrierte Kunden eine gewünschte Information nicht finden und dann bei der Konkurrenz kaufen. Herrliche Sache. Problem hier: es ist ein bisschen unpersönlich. Logo, okay, aber ich würde ein Gesicht erwarten, weil chatten möchte ich mit einem Menschen und nicht mit einem Roboter. Ich habe eine Frage, die möchte ich einem Menschen stellen und dann eine vertrauensvolle Antwort bekommen, die mir nur ein Mensch und kein Roboter geben kann. Also hier fehlt ein Gesicht, denke ich. Das eines Mitarbeiters im Idealfall, ansonsten halt zumindest irgendein Stockfoto. Also Iframe kommt jedenfalls von dieser Chatbox, gehe ich von aus, ist mit einem einfachen JavaScript-Snippet eingebunden, wird von extern geladen. Das heißt, das Problem ist nicht so einfach von unserer Seite aus zu beheben. Nur allgemeiner Hinweis, hat jetzt nichts mit diesem Shop konkret zu tun natürlich. Bei externen Widgets immer prüfen, ist es datenschutzrechtlich okay, die so einzubinden. Area IDs are not unique, kann die Navigation beeinflussen. Da geht es um die Sprachauswahl unter anderem. Die verbirgt sich hier hinter der Weltkugel. Würde ich aber sagen, change language. Sieht okay aus. Man kann die Sprache wechseln, ja. Und die Optionen sind entsprechend benannt, Deutsch, Englisch. Also das Problem an der Sache ist, dass die ID doppelt vergeben ist. Nicht die Area-ID, sondern die ganz normale ID, HTML-ID-Attribut, Language Select. Change Language
Label vor. Das heißt, wenn man hier draufklickt, dann gelangt man über dieses Auswahlfeld fokussiert, wo ich die Sprache ändern kann. So, und das Ganze gibt es doppelt. Change Language haben wir hier auch nochmal. Einmal für die Mobilansicht, einmal für die Desktop-Ansicht. Ganz schlechter Stil. IDs sind per Definition IDs. Identifier müssen unikär sein, dürfen nur einmal vorkommen. Und dann ist halt die Frage, wenn das Auswahlfeld für die Sprache fokussiert werden soll, welches soll denn fokussiert werden? Auf das Rendering, CSS, JavaScript. Das ist halt ein Fehler in Gambio. Leider schon seit längerem und leider kein Einzelfall. In der realen Welt wahrscheinlich ohne ganz große Probleme, aber halt schwerwiegender HTML-Fehler, der zu Problemen, weiteren Problemen führen kann. Genauso die Währung und das Lieferland. Best Practices, okay, da geht es ums Skalieren, ums Zoomen. Und was auch das andere Tool schon bemängelt hatte, also was ich eigentlich zeigen wollte, der Kontrast, da geht es jetzt hier beim Cookie Constant Tool um den Accept All Button. Weiß auf gelbem Hintergrund, schwierig, aber denke ich erkennbar. Streichpreise müssen meiner Meinung nach nicht unbedingt perfekt lesbar sein. Das ist schon okay. Ebenso die Grundpreisangabe pro Liter. Da ist es wichtig, dass sie vorhanden ist, dass sie irgendwie lesbar ist. Aber man kann durchaus auf der Seite navigieren. Und es ist schon richtig, dass sie etwas dezent angebracht ist. Div, Footer, Bottom oder hier der Footer, der komplette Footer-Bereich wird bemängelt. Jetzt hier nicht die Links im Konkreten, aber auch ein Hinweis darauf, dass man sich hier mal mit der Barrierefreiheit beschäftigen könnte. Also zusammenfassend kurz, wenn ich so viel über Barrierefreiheit, über Accessibility spreche, heißt das, dass schon sehr vieles richtig ist auf der Startseite. Natürlich bringt es niemanden voran, wenn ich hier Lobhudelei betreibe, deshalb beschränke ich mich oder fokussiere ich mich auf die zu kritisierenden Punkte, auf die möglicherweise verbesserungswürdigen Punkte. Was nicht heißen soll, dass nicht schon sehr, sehr vieles gut aussieht und richtig ist. Der nächste Punkt, Lighthouse-Analyse. Wir wollten uns um PageSpeed kümmern. Performance 96%. Hatte ich erwähnt, dass es sich um einen Cloud-Shop handelt. Spannende Geschichte, weil damit habe ich eigentlich selten zu tun. Aber Lighthouse ist Lighthouse und ich muss mal wieder kurz erklären. Das hier ist ein Teil dessen, was auch PageSpeed Insights anzeigt, nämlich die Laborwerte für die aktuell aufgerufene Seite, also die Startseite des Shops. Da sind Werte mit dabei, die Google dann als Core Vitals verwendet, zum Beispiel CLS, Cumulative Layout Shift, also Verschiebungen beim oder nach dem Laden der Seite. Ist hier noch gerade so im grünen Bereich, 0,1 ist, meine ich, das Limit. Und normalerweise geht es da um den Startseiten-Slider. Also das Problem haben in der Regel Gambio-Seiten, auf denen Slider eingebunden sind. 5 Elemente haben wir, die hier verschieben. Ich glaube, den Trick hatte ich noch in überhaupt keinem Video gezeigt. Entwicklerkonsole in Google Chrome. Die oberen 3 Punkte. More Tools. Rendering heißt es. Layout Shift Regions. So. Tools bisschen verkleinern, Seite neu laden, markiert, blau hinterlegt die Elemente, die fürs CLS verantwortlich sind, beziehungsweise die verschoben werden. Also im Moment, in dem sie verschoben werden, wenn sie so leicht blau hinterlegt. Würde jetzt zu weit führen, aber wer Perfektionist ist, kann sich damit mal befassen. Spannende Sache, und CLS sind normalerweise niedrig hängende Früchte. Das ist keine so Wissenschaft wie Bilder optimieren oder Lazy Loading implementieren. Das sind normalerweise kleinere Anpassungen, die vorzunehmen sind. Und dann hat man einen Wert auf 0 und den Punkt zumindest abgearbeitet. Schauen wir mal, was sonst so vorgeschlagen wird. Next-Gen-Format-Bilder. Bilder in modernen Formaten, wäre das WebP-Format normalerweise, wird in Gambio kommen. Natürlich gibt es da meine Ladezeitoptimierung, aber halt nicht für die Cloud. Irgendwann wird es Gambio selbst anbieten. Bleibt jetzt nichts anderes als zu warten. Properly Sized Images. Also es geht um Bilder, die in einer höheren Auflösung geladen werden, als sie angezeigt werden. Product Info Images. Sieht man schon, dass dieses Bild, wenn es in einer Produktkachel angezeigt wird, runterskaliert wird, deutlich runterskaliert wird. Also muss es auch nicht in dieser hohen Auflösung vorliegen. In 550x550 sind das. Da sind die Einstellungen zu prüfen, hatte ich schon mal in diesem Video gezeigt.
Auch das niedrig hängende Früchte und beeinflussen die Ladezeit positiv, ohne irgendeinen negativen Aspekt dabei. Nicht verwendetes JavaScript, schwierige Geschichte. Von der Gambio JavaScript-Datei würde ich die Finger lassen, die init.min.js, die dann andere JavaScript-Dateien reinlädt. Das wäre ein zu heißes Eisen. Bei PayPal ist immer die Frage, warum muss auf der Startseite die PayPal-JavaScript-Datei geladen werden? Ist das wirklich nötig? Gambio macht's, also haben wir da leider keine Handhabe. Der letzte Punkt kommt vom Cookie Consent Tool, das ist auch okay. Und bei der dritten JavaScript-Datei verweise ich auf, was ich vorhin schon gesagt hatte, in puncto Datenschutz. Bildereffizient kodieren hängt so ein bisschen mit dran an vorherigen Einstellungen, zum Beispiel den WebP-Bildern. Heißt, an der Stelle kann man nichts anderes machen, als zu vernachlässigen. Die Dokumentengröße ist eine Hausnummer. Warum ist das ein Problem? Also einmal ist das Dokument selber ziemlich groß und braucht entsprechend länger, um übertragen zu werden. Vor allen Dingen aber geht es darum, dass da JavaScript-Händler dranhängen. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich da draufklicke oder wenn ich mit dem Mauszeiger über ein Produktbild hier in der Galerie oder so eine Produktkachel fahre. Man kann es, denke ich, erahnen. Ich kann auch mal die Cookies akzeptieren hier. Dafür muss das Dokument gerendert werden, das heißt der HTML-Code empfangen werden und dann umgesetzt werden, wie er im Browser darzustellen ist. Für dieses Darzustellen brauchen wir die CSS-Datei. Da wird die Gambio-CSS-Datei blockierend geladen. Das heißt, man muss an der Stelle, noch bevor das Dokument richtig aufgebaut werden kann, müssen erstmal die Style-Informationen vorliegen. Und je mehr Elemente das sind, auf die Style-Regeln angewandt werden müssen und an die Event-Händler, also eben zum Beispiel hier, Maus drüber, dann irgendwie highlighten. Je mehr davon im Browser verarbeitet werden muss, desto länger dauert es logischerweise. Rein theoretisch könnte man jetzt sagen, dieses Auswahlfeld für das Lieferland muss überhaupt nicht geladen werden, solange man nicht hier drauf geklickt hat. Es würde vollkommen reichen, erst beim Klick auf das Weltkugelsymbol diese Auswahlfelder hier zu laden. Das würde einige DOM-Elemente sparen, ist aber halt nicht ganz einfach umzusetzen. Ich sage es nur, falls jemand perfektionistisch ist und viel Zeit hat, könnte er sich mit so etwas befassen. Pragmatischer wäre zu schauen, was muss denn überhaupt auf der Startseite angezeigt werden? Und da fallen mir doch wieder die Zubehörartikel hier unten ein. Denn gerade diese Produktswiper mit den Kacheln haben ziemlich viele DOM-Elemente, ziemlich viele verschachtelte und Kind-Elemente. Mit den Bewertungssternchen, die wir auch bei der maximalen DOM-Tiefe gesehen haben. Soweit mal zur Lighthouse-Analyse. Schauen wir uns an, was PageSpeed Insight sagt mit echten Daten. Echte Daten heißt aus der Chrome-Nutzungsstatistik, vorwiegend aus der Chrome-Nutzungsstatistik und nicht für die Startseite. Für diese URL sind für die mobile Darstellung keine Daten vorhanden, deshalb werden die Ursprungsdaten, das heißt aggregierte Daten, für die gesamte Domain angezeigt. Positiv, Core Web Vitals Bewertung bestanden, alles im grünen Bereich. Da sieht man jetzt auch, dass CLS da nicht das ganz große Problem ist, wie noch auf der Startseite, wobei wir die Desktop-Analyse durchgeführt hatten in Lighthouse. Desktop-Analyse. Da haben wir leider überhaupt keine Daten, auch keine aggregierten Daten für die gesamte Domain. Deshalb gibt es hier nur die Laborwerte. Laborwerte Desktop hatten wir gerade schon bei Lighthouse für die Startseite. Schauen wir doch lieber mal kurz mobil drauf. Also echte Daten, Labordaten. Hier schön zu sehen, der Unterschied. Echte Daten, CLS 0,04 für die gesamte Website, Labordaten für die Startseite 0,4. Heißt, ist auf der Startseite ein Problem, für die gesamte Website aber nicht. Trotzdem sollte man versuchen, es auf der Startseite zu beheben. Und mobil fallen dann natürlich Geschichten wie zu große Bilder, im Sinne von, sie müssen runterskaliert werden, werden in einer zu hohen Auflösung geladen, deutlicher ins Gewicht als mit einer ziemlich schnellen Verbindung an einem Desktop-Rechner. Genauso WebP bietet mehr Einsparpotenzial relativ gesehen für die Mobilversion mit einer langsameren Internetverbindungsgeschwindigkeit. Schauen wir uns zum Vergleich noch eine Artikel-Detailseite an. Auch für diese URL gibt es keine Daten aus der echten Welt. Dafür wieder dieselben Ursprungsdaten für die gesamte Domain. Für den Computer sieht das wieder genauso aus. Da haben wir weder für die URL noch für die gesamte Seite Daten aus der echten Welt. Bleiben wir bei der Mobilansicht.
die auch nicht so prickelnd aussieht, was die Laborwerte und den Score angeht. Und jetzt erinnern wir uns, wir sind auf einem Cloud Shop, das heißt, wir haben nicht so die Wahnsinnsmöglichkeiten, Textkomprimierung aktivieren. Weiß ich nicht, warum Gambio das nicht aktiviert hat. Müsste man mal nachfragen. Statische Inhalte wie CSS und JavaScript-Dateien ohne Komprimierung, also GZIP-Komprimierung zu übertragen, ist, weiß ich nicht, warum Gambio das nicht macht. Ressourcen beseitigen, die das Rendering blockieren, das ist normalerweise die Gambio CSS-Datei. Ja, ist auch nur diese Datei, das ist okay, im Sinne von, wir können es nicht ändern. Gilt ebenso für das nicht verwendete CSS, auch hier ausschließlich die Gambio CSS-Datei. Nichts, was jetzt der Shopbetreiber eingebunden hätte und irgendwelchen Schaden anrichten würde. Ähnliches gilt für das nicht verwendete JavaScript, was ich schon gesagt hatte bei der Lighthouse-Analyse. Das hier ist ja praktisch die Lighthouse-Analyse, jetzt eben nur für die Artikel-Detailseite statt für die Startseite, wie wir es schon hatten. Lazy Loading, WebP, muss man in der Cloud warten, bis Gambio es selbst anbietet. Was ich noch relativ spannend finde, wenn wir schon mal einen Cloud-Shop hier haben, interessiert mich doch die erste Reaktionszeit des Surfers. Das scheint im grünen Bereich zu sein. Tatsächlich 270 Millisekunden, also bei All Inkl, Estogo, wo auch immer, mit Ladezeitoptimierung sind es normalerweise weit unter 100 Millisekunden. Aber 200 Millisekunden ist, denke ich, ganz gut. Schauen wir uns da doch mal noch die Startseite an, die ein bisschen umfangreicher war als die Artikel-Detailseite. Auch hier sehe ich es nicht oben als Kritikpunkt, sondern unten bei den bestandenen Prüfungen. 400 Millisekunden ist jetzt schon kritisch, ist schon einiges mehr als unter 100 Millisekunden, aber es ist noch, sagen wir, unter 0,5 Sekunden, unter einer halben Sekunde. Also spricht schon dafür, dass im Gambio-Surfer, in den Gambio-Surfern in der Cloud ein bisschen Power steckt. Inzwischen ist auch die SEObility-Analyse durchgelaufen. SEObility, ein SEO-Analyse-Tool, Vorschläge immer mit Vorsicht zu genießen, aber liefert wichtige Hinweise auf Dinge, die möglicherweise der Benutzerfreundlichkeit abträglich sind, auf Verbesserungspotenziale im Shop. Ich nutze selbst, um meine eigene Seite zu monitoren. Auch da gibt es hin und wieder mal Fehler. Und wenn man da das regelmäßige Crawling aktiviert und dann einfach sich per E-Mail benachrichtigen lässt und sieht, man ist da um 20 Prozentpunkte abgestürzt, dann stimmt halt irgendwas nicht, dann gibt es da irgendwas, wonach man schauen sollte. Zumindest dafür, auch wenn man nicht jede Empfehlung auf die Goldwaage legen sollte, ist es ein sehr sinnvolles Tool. 88% Gesamtergebnis ist mehr als die meisten Gambio-Shops haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Schauen wir uns einige Details an. Also auch hier die durchschnittliche Antwortzeit, 280 Millisekunden. SEObility empfiehlt hier unter 0,5 Sekunden zu bleiben. Da googeln Sie mal, was die offizielle Empfehlung ist. Es gibt sehr viele. Manche sagen unter 100 Millisekunden, andere sehen bei 300 Millisekunden ein Limit. SEObility hat bei einer halben Sekunde das Limit gesetzt. Vom Prinzip natürlich, je schneller, desto besser. Noch kurz, weil es hier rot ist, die durchschnittlichen JavaScript-Dateien pro Seite, also SEObility. Ich habe das Crawling gestartet, ohne JavaScript zu interpretieren. Das heißt, SEObility schaut, wie viele JavaScript-Dateien sind im ausgelieferten Dokument referenziert. Das sind jetzt halt in dem Fall 7. Tatsächlich sind es aber sehr viel mehr. Ich kann es mal eben zeigen. Wenn ich in der Entwicklerkonsole auf Netzwerk JavaScript gehe, einmal löschen und die Seite neu laden, dann werden erstmal die genannten 7 eingebunden. Und an zweiter Stelle schon eine JavaScript-Datei, die schon erwähnte JavaScript-Datei von Gambio, die init.de-min.js, die dann viele weitere JavaScript-Dateien reinlädt. Also hier sind es 84 JavaScript-Dateien insgesamt und SEObility bemängelt hier schon 7 JavaScript-Dateien. Da sind wir schon beim Thema, es kann ein Indiz sein, für da wird was blockiert, da dauert was länger, als es sein müsste. Aber es erkennt halt nicht, wie viele JavaScript-Dateien es wirklich sind. Und die werden halt allergrößtenteils nicht blockierend reingeladen. Da wird die Init-Datei reingeladen, die schmeißt Gambios JavaScript-Engine an und die lädt dann Dateien rein, die halt gebraucht werden, weil da Widgets auf der Seite sind, die die brauchen und so weiter. Das nur mal so zum Verständnis. Ändern können wir es eh nicht oder sollten wir es eh nicht. Wäre nicht praktikabel. Und auch kein großer Vorwurf an Gambio. Mir ist das Konzept, das Gambio hier verfolgt, durchaus sympathisch. Ich habe es bei eigenen Entwicklungen früher selbst so gemacht. Technik und Meta. Kein individueller Seitentitel, schauen wir uns gleich an. Wichtigster Punkt, immer technische Probleme. Seiten können nicht aufgerufen werden.
Immer beobachten, tote Links sind schlecht für Google beim Crawling und ganz schlecht für die Benutzerfreundlichkeit. Man klickt wo drauf, Seite kann nicht gefunden werden, darf nicht sein, sofort beheben. Details anschauen, wo ist der Link versteckt? Verlinkung. Okay, wirkt so, als würde auf jeder Seite auf diese fehlerhafte Seite verlinkt werden. Übliches Vorgehen dann, entweder die Seite ist unter einer anderen URL erreichbar, dann den Link entsprechend ändern. Oder die Seite gibt es nicht mehr, dann den Link entfernen auf allen Seiten, die darauf verlinken. Gleiches Spiel natürlich bei den anderen toten Links. Keine individuellen Seitentitel. Das sind Modale, die so ohnehin nicht aufgerufen werden sollten. Unschwer zu erkennen, wenn man sie doch so aufruft. Problem an der Stelle ist, dass Gamio kein Rel ist gleich NoFollow Attribut setzt und Crawler diesem Link hier folgen dürfen, um auf diese Seiten zu gelangen. Zeige ich jetzt nicht, würde den Rahmen sprengen, aber man kann es über Texte anpassen. Gamio Admin Inhalte Texte anpassen. Sucht man nach zum Beispiel Lightbox und findet diese ganzen Links hier. Das sind die Datenschutzbestimmungen, möglicherweise noch mehr. Man findet sie mit einem A-Element. Sieht so aus in der Art und fügt dann entsprechend rel ist gleich nofollow ein. Damit ist das Problem gelöst. Ansonsten 87% sieht das schon sehr gut aus. Fehlende Alt-Attribute hatten wir schon auf der Startseite. Müsste man eben schauen, was es da noch für welche gibt und die Alt-Attribute nach Möglichkeit ergänzen. Zu viele Unterverzeichnisse würde ich eiskalt ignorieren. Also schon mal drauf schauen, weil es ein Fehler sein könnte, aber ich sehe hier keinen Fehler. Es ist eine ordentliche Struktur. Bei diesen Verzeichnissen muss man sich vorstellen, es ist nichts anderes, als würde man Bilder, Artikel, was auch immer auf seiner eigenen Festplatte im Dateisystem strukturieren wollen und man möchte sie möglichst schnell wieder finden. Also eine sinnvolle Struktur von Verzeichnissen, sodass man sich da durchklicken kann auf dem Desktop und zu den gewünschten Bildern, Dateien, was auch immer gelangt. Und da denke ich, mit dem Sprachverzeichnis sowieso, dann der Kategorie, Unterkategorie ist hier der Hersteller, dann der Typ, nehme ich an, Baujahr ist eine sehr sinnvolle Struktur, kann meines Erachtens unbedingt so bleiben. Strong und Bold Tags, auch auf jeden Fall mal draufschauen, ob da möglicherweise irgendwas schief läuft, denn Strong und Bold Tags, es geht um Fettschrift, sollte Dinge hervorheben. Wenn jetzt aber ein ganzer Absatz in Fettschrift ist, dann ist da nichts hervorgehoben, was irgendwie ins Auge fällt, dann ist es einfach too much. Deshalb mal draufschauen, was hier genau hervorgehoben ist durch Fettschrift. So, Versand, Duplikat, halte ich für keinen Weltuntergang. Problem Nummer 2 waren viele Tags. Und wenn ich mir hier die Liste so anschaue, gut, mit der 6 weiß ich nicht, was genau gemeint ist, sind das schon Punkte, die, wenn ich als Überschrift dann schon hervorgehoben sein sollten. Schauen wir mal auf den Artikel. Also es geht um Artikelmerkmale und das sind schon Dinge, nach denen ich explizit suche, wenn ich mir hier die Beschreibung anschaue. Deshalb halte ich es für vollkommen richtig, dass die entsprechend hervorgehoben sind. Also alles richtig gemacht und der Tipp von Seeability ist an der Stelle meiner Meinung nach zu verwerfen. Das waren auch schon die gravierendsten Punkte unter Technik und Meta. 87% kommen wohl nicht von ungefähr. Noch weniger gibt es wohl bei der Struktur zu tun, wo wir 98% erreichen. Seiten mit vielen internen Links, da kommt dann halt viel über die Navigation zustande, über das Mega-Dropdown. Die Gefahr, die so ein bisschen im Raum schwebt, ist dann die Verwässerung der Linkstruktur. Bei 456 Links pro Seite ist dann unklar, welche Seiten sind denn wie wichtig. Aber Google ist schon ziemlich smart. Das heißt, wenn hier eine Navigation ist, noch dazu versteckt standardmäßig, also nur durch, wenn man mit dem Mauszeiger drüber fährt, sichtbar, da sind natürlich sehr viele Links, aber Google erkennt diese Navigationslinks durchaus. Gut, dass sie jetzt dann hier auch nochmal sind. Halte ich für durchaus benutzerfreundlich, so erkennt man, wo man sich gerade befindet und kann von der einen Kategorie oder von der einen Unterkategorie in die andere switchen. Hier haben wir auch nochmal Unterkategorien, die mit denen hier korrespondieren. Halte ich für nicht schlimm. Der eine schaut lieber hierhin, der andere schaut lieber dahin. Man könnte aber dann halt die Frage stellen, sollten mich hier nicht schon Artikel erwarten?
Erwarte ich als Nutzer jetzt, dass ich noch eine weitere Auswahl treffen kann oder erwarte ich schon, dass mir hier Artikel präsentiert werden? Also durch die Kategorieauswahl hier rutschen die Artikel schon sehr weit nach unten. Das wäre halt die Frage, die zu stellen ist. Ansonsten doppelte Links, damit sie auf jeden Fall auffindbar sind. Warum nicht? Und dann kommen da eben 456 zustande. Sehe ich als nicht sonderlich problematisch an. Sehr viel mehr gab es bei Struktur auch gar nicht zu bemängeln. Probleme mit externen Links. Einfach mal schauen, ob das dauerhaft bleibt, ob die Seite, die da verlinkt wird, möglicherweise nur temporär nicht erreichbar ist. Ansonsten nach ein paar Tagen, wenn das Problem noch besteht, den Link entfernen oder für entsprechenden Ersatz sorgen. Weiterleitungen sind unnötig, aber kein Weltuntergang. Also es spart dem Crawler und dem Besucher ein paar Millisekunden, wenn auf die Weiterleitung verzichtet werden kann und direkt die richtige, die Ziel-URL angegeben wird. Also hier zum Beispiel ist eine Kategorie verlinkt, nicht im DE-Verzeichnis. Das heißt, wenn ich den Link hier aufrufe, dann lande ich wahrscheinlich im EN-Verzeichnis, genau. Der Nutzer mit deutscher Sprache im Browser eingestellt, landet dann im DE-Verzeichnis. Das ist halt eine Weiterleitung, 100 Millisekunden, die man sparen kann, die das Scrolling erleichtern, sollte man bei Gelegenheit korrigieren. Also schauen, wo ist dieser Link hier eingebunden und ihn entsprechend ändern in den Link direkt ins DE-Verzeichnis. Inhalt im Onlineshop immer ein bisschen schwierig, weil es ist halt keine Nachrichtenseite, nicht die Webpräsenz einer Zeitung, sondern es geht darum, Artikel zu verkaufen und Artikel leben von Bildern. Da sind Kategorien ohne allzu viel Text. Passagen wiederholen sich, weil es ähnliche Disclaimer auf jeder Seite geben muss. Rechtliche Hinweise müssen an bestimmten Stellen und dann halt auch mehrfach angebracht werden. Deshalb sind die Inhaltskriterien hier mal ein bisschen schwierig und dafür sind 79% schon ganz gut. Keyword-Kannibalismus. 40 Seiten, die aufgrund der Keyword-Optimierung in Konkurrenz zueinander stehen, ergibt sich so. Also es sind hier Unterkategorien mit einer übergeordneten Hauptkategorie. Die Hauptkategorie macht der Unterkategorie Konkurrenz und die Unterkategorien machen sich gegenseitig Konkurrenz. Schwieriges Thema, da muss halt Honda, der Markenname, drin vorkommen. Es müssen Motorraddekore normalerweise drin vorkommen, weil darum geht es halt. Und dann muss man versuchen, die Unterschiede herauszuarbeiten. Das sagt sich so leicht. Es geht halt hier ums selbe Modell, denselben Typ. Wie gesagt, ich bin noch nicht so zu Hause. Und dann unterschiedliche Jahrgänge. Also müsste man versuchen, auch schon für den Nutzer, der explizit nach einem Jahrgang sucht, die Jahrgänge hier herauszuarbeiten. Also die Kombination herauszuarbeiten. Honda CBR 1100 XX, Jahrgang 1996, 97 und so weiter. Das irgendwie hervorheben, schon im Seitentitel, in der Meta-Description, in Überschriften und dann auch nochmal im Text. Im Text dann vielleicht nochmal die Jahrgänge, die Jahreszahlen in Fettschrift. Nur so als Anregung, wie man es prinzipiell machen könnte. Man macht es immer für den Nutzer. Der Nutzer muss sich zurechtfinden. Der Nutzer muss sofort seinen Jahrgang erkennen. Der Nutzer muss aber halt auch Honda und Modell und Motorraddekore muss er auch erkennen, um zu wissen, um was es geht. Er muss sich sofort zu Hause fühlen. Das sind halt Indizien, die für den Nutzer und auch für Google, damit auch Google weiß, um was geht es auf der konkreten Seite, wichtig sind. Leichter gesagt als getan bei es gibt eben Ähnlichkeiten im Online-Shop. Die lassen sich nicht verhindern. Gleiches Problem, Duplicate Content inkludiert. Da haben wir ähnliche Beschreibungen für die Kategorie, würde ich sagen, oder Artikel aus der Unterkategorie werden mit aufgelistet, sind also schon in der Oberkategorie, in der hier sind Artikel aus der Unterkategorie aufgelistet. Das ist benutzerfreundlich, das ist okay, deshalb kann man hier herzlich wenig machen. Auch wieder Unterschiede herausarbeiten, vielleicht weniger Artikel auflisten in der Oberkategorie als in der Unterkategorie. Aber tatsächliches Duplicate-Content-Problem, das einfach zu beheben wäre und nicht für ein Minus bei der Benutzerfreundlichkeit sorgen würde oder letztlich auch beim Verkauf, gibt es dafür nicht. Die Textblock-Dubletten sind das klassische Beispiel von dem, was ich eben meinte. Es sind eben verschiedene, wenn man irgendwas über Honda schreibt, eine allgemeine Information, die vielleicht angebracht werden muss, seitens des Herstellers, seitens des Gesetzgebers, was in jeder Artikelseite da stehen muss, dann hat man das Problem eben. Und da führt auch kein Weg dran vorbei. Google ist smart genug, das zu wissen. Und wenn eine Information auch nur für den Nutzer Mehrwert bietet und es Sinn macht, irgendeine Garantie zum Beispiel, ein Qualitätsversprechen in jeder Artikelseite anzubringen,
Auch dann sollte man es tun, auch wenn der Textblock dann eben 6500 Mal auftaucht im Shop. Tippfehler sind wieder was anderes. Die Liste sollte man sich mal anschauen. Verzichten wir jetzt drauf und schauen, was sind davon tatsächlich Tippfehler. Searchability findet da einiges. Zum Beispiel immer, wenn statt SZ Doppel-S geschrieben wird. Das ist nicht schlecht, das steigert die Qualität der Website, was gut für die Besucher ist, weil es Vertrauen schafft. Man will bei der Nummer 1 kaufen und die Nummer 1 sollte auch korrekte Rechtschreibung verwenden. Und die Qualität der Website ist natürlich auch was, was Google interessiert, wenn es ums Ranking geht. Keywords aus dem Seitentitel werden nicht im Text verwendet. Da kommt es immer darauf an, was denn Searchability meint, was Keywords sind, die im Text zu verwenden wären. Auf jeden Fall immer im Auge behalten. Motorrad-Dekorsets sollte auf jeden Fall auf der Seite vorkommen. Das ist unzweifelhaft ein Keyword, nach dem gesucht wird. Dann ist aber die Frage, ist Searchability smart genug, die Schreibweise ohne Minus oder auch die Singularform ohne das S am Ende im Text zu erkennen? Weil es reicht vollkommen, wenn es ohne S am Ende in der Singularform drin vorkommt. Aber das ist auf jeden Fall was, wonach man schauen müsste. Im Gegensatz zu günstig und kaufen, das soll zum Klicken einladen auf der Google-Suchergebnisseite. Es muss nicht wirklich im Text nochmal vorkommen. Das sind nicht die Keywords, mit denen man wirklich ranken möchte. Also wenn man sich jetzt hier, das ist der Begriff, ein Longtail-Keyword, eine Key-Phrase, nach der gesucht wird, das möchte man kaufen, ja, aber dann reicht es normalerweise auch schon, wenn man so spezielle Artikel, wenn man sich da so spezialisiert hat, dass man das im Seitentitel hat und das nochmal auf der Seite vorkommt, und das tut es ja, sonst wäre es hier fett hervorgehoben. Kaufen ergibt sich für Google schon dadurch, dass es sich um einen Online-Shop handelt. Und welcher Nutzer sucht jetzt nach diesem Begriff und dann noch günstig kaufen? Kaufen vielleicht, günstig kaufen. Ich bin optimistisch, dass der Online-Shop auch ohne günstig kaufen im Text mit diesen Artikeln, beziehungsweise eine Kategorie ist es hier, mit dieser Kategorie ziemlich weit nach oben kommen kann. So, das waren schon die gravierendsten Probleme oder was Searchability vorschlägt an Optimierungspotenzial für den Inhalt der Website. Und das war es auch mit meinen Einschätzungen zur SEO- und PageSpeed-Optimierung der Website motomice.de. Ich gebe zu, es waren jetzt nicht wahnsinnig viele Tipps dabei, machen Sie dies, machen Sie das und Sie kommen bei Google ganz nach oben und alle Besucher werden die Seite lieben, weil die Seite halt schon wirklich gut aufgestellt ist. Aber ich hoffe, es war die eine oder andere Anregung und vor allen Dingen nicht nur für den Shopbetreiber, sondern auch für andere Shopbetreiber dabei, Ideen, Tipps zur Optimierung, die man auf den eigenen Online-Shop anwenden kann.